dazu. Schauen wir mal, ob die Jungs hier ordentlich Arme trainieren, dass aus denen in ihren Pommesärmchen auch mal was wird. Komm, das ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Ja. Ganz rein. Exotisch trifft's echt. Welcome back, Leute. Hello. Auf dem Beauties and Beasts YouTube-Kanal. Joey und ich sind back im Auto. Ihr wisst, was das heißt. Training steht an. Und Leute, erstmal hoffen wir, dass ihr richtig geil ins neue Jahr gekommen seid. Boah, stimmt. Und auch so einen coolen Start hattet wie wir. Ja, wir nehmen euch heute mit. Es ist tatsächlich aktuell, Stand der Aufnahme, noch der 31.12.2022. Und wir gehen ins letzte Training des Jahres. Also wir wissen noch gar nicht, ob wir einen coolen Start haben. Aber wir denken mal. Richtig. Also ich werde einen coolen Start haben, so. Spannend, hast du recht, Babe. Ja, stimmt. Okay, ich habe einen coolen Start. Alles klar. Jetzt reicht's! So, heute Training mit zwei Special People und in einem special geilen Gym auch. Und ja, ich habe Pre-Workout schon gegessen, mein Bauch ist schon voll. Joe Handy Banani ist noch am Foodie. Herz für dieses Foodie. Also dann sag ich mal, let's go, oder? Let's go, Leute. Wir rocken jetzt ein richtig geiles Beintraining. Wir verraten noch nicht, mit wem wir da sind. Nein. Ihr müsst dranbleiben. Bis dann. See you. So, Leute, angekommen im Paradise. Und hier sind die Maschinen. Also, ich meine, die zwei Herren hier. Lukas Schmier und Martin sind schon hier am fleißig auflegen. Also, was wird trainiert? Unschwer zu erkennen. Unschwer zu erkennen machen wir Beine, unschwer zu erkennen Arme. Und Selina und ich sind hier gerade am Warm-up. Beine, Booty, let's grow. So, ich glaube, hier ein ziemlicher Top-Set hier bei dem Herrn Hahn. Nochmal zu schnell. Und bei Selina vielleicht auch schon der erste Arbeitssatz. Mal schauen. Wir werden jetzt hier heute drei Arbeitssätze machen. Schön, komm, das ganz hoch. Ja. Sehr schön, ich mach fast gar nichts. Da geht noch was. Komm. Ja, bin dabei. Ganz hoch, ja. Sehr schön. Leute, die erste Übung waren Hip Thrust. Ich kann schon Wortschön nicht mehr aussprechen. Und zweite Übung machen wir Glutam Raises. Ich liebe diese Übung für den Glut und natürlich auch für die Hamstrings. Man sieht es bei Selina auch voll, ey. Die hat richtig, bei ihr, die Hammies sind schon echt sehr gut ausgeprägt, aber der Glut auch, ey. Geil. Solche Übungen darf der Blut nicht gut aus. Blödsinn, sieht bei dir trotzdem gut aus, Selina. Nein, du meinst ja mal Thumb Squeeze, gell? Ja. Ja, stimmt. Und Leute, wenn ihr nicht den waagerechten habt, könnt ihr das natürlich auch an dem ganz normalen Hyper-Extension-Gerät machen. Da kommt man auch echt gut rein. So, Leute, dritte Übung bei Selina und mir. Ein Beuger liegend. Und die Jungs sehen aus, als hätten sie ihr Training schon beendet. Anhand des. Was ist das? Hast du. Okay. Sieht aus, als hättest du geduscht, Martin. Bitte? Sieht aus, als hättest du geduscht. Ja, könnte man meinen. Ich brauche mich jetzt nicht mehr zu duschen. Aber hier ist tropische. Ich freue mich schon auf die Dusche, sagen wir es mal so. Ja. Sehr geil. Beinbeuger sitzen. Ja. Also der Beinbeuger ist so geil. Und Leute, ihr müsst euch da mal vorstellen, ihr macht so einen richtigen Bizeps-Curl, nur halt mit dem Bein. Ich finde, es hilft immer voll, da voll reinzukommen. Also.
So Leute, Beinbeuger ist durch, das war die dritte Übung. Wir machen weiter mit Abduktion. Ist auch nicht viel mehr. Denn eigentlich jetzt Beinpresse dran, aber die Fretten jetzt danach kommen die Beinpresse. Jetzt ein bisschen Abduktion für den Upper Glute. Und bei den zwei Herren hier ist Beinbeuger am Start. Jawohl, komm. Komm, ganz ruhig, ganz ruhig. Jawohl, sehr schön, komm. Jawohl, komm auf. Eins, komm. Zwei, jawohl, noch zwei. Drei, jawohl. Ja, komm, komm, komm. Ganz rein, ganz rein. Ganz rein. Ja, ja, komm. Komplett durchnässt. So Leute, jetzt Nummer 5. Und zwar die schöne Beinpresse hier. Die ist so geil. So eine tolle Führung. Man kann die Beine irgendwie so geil positionieren. Und wir probieren jetzt schon ein bisschen mehr in die Rückseite zu kommen. Sehr schön. Und da hinten ist so der richtige Bikini-Ass. So, wir machen gerade diese exotische Beinpresse hier. Das ist exotisch. Exotisch trifft es echt. Ja. So, Leute. Bikini-Workout, Legs and Booty. Und da hinten auch Bikini-Workout Nummer 2. Legs and Booty. Stark. Mal den Frosch da hinten noch. Leute, jetzt sind wir bei den Kickbacks angelangt, ziemlich am Ende. Und das ist eine Kickback-Maschine, die ist gewöhnungsbedürftig, aber ist echt geil, weil man sich hier so gut stabilisieren kann und dann wirklich nur aus dem Glut arbeiten kann. Ich glaube, die Jungs sind jetzt dann fast fertig, die haben gerade noch Waden gemacht. Also es sieht auch so fertig aus, Leute. War gut? War geil. Wir haben gerade schon gesagt, das Eis haben wir uns verdient. Und das Raclette haben wir uns heute echt verdient, Alter. Sehr nice. Wer von euch beiden ist stärker? Ja, der Martin hat schon mehr Dampf. Glaubst du? Ja, doch, auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay. Als überall, wo es ankommt, hast du mehr Dampf gehabt. Glaubst du? Pack Squat hast du mehr gefeuert. Beine sind nicht so meine Stärke. Ciao, ciao. Das ist eigentlich meine schwächste Muskelgruppe, sieht man ja auch optisch. Ja. Das wäre mal interessant, wenn wir Schultern oder so zusammen machen. Ja, morgen. Der Martin hat einen Arsch. Seitdem mit 40 Kilo. Da bin ich raus. Das ist bei 7 mit Schluss. Bei 7 mit Schluss. So Leute, wir sind fertig mit dem Training. Und immer, wo man den Martin Hahn sieht, sieht man den Martin Hahn mit was zu essen. Ne? Wie immer, Post-Workout. Ja, 120 Gramm Schokopop, Schokoshells, eine Banane und 45 Gramm Whey. Ey, und Leute, der Lukas mir hat heute einfach aus irgendeinem Grund sein Post-Workout-Meal nicht mitgenommen. Ich war irgendwie so ein bisschen vorsichtig, hab gedacht, nachher gibt's noch Eis und so. Dafür gab's eine fucking Pralinen heute. Eine halbe. Ja, Mann, verrückt, ey. So, Leute, letzte Übung für Selina und mich. Wadenheben, stehend. Sehr geile Maschine hier. Also Waden haben Selina und ich, glaube, beide immer am Ende im Plan. Aber ich glaube, nicht an jedem Tag. Also wir haben 3 verschiedene Beintrainingstage. Wir sind ja beide bei Stefan Kienzel und dementsprechend relativ ähnlich gestaltet. Wobei, ein paar feine kleine Unterschiede gibt es schon. Aber Waden hast du, glaube ich, auch fast immer, oder? Dania.
An den Waden habe ich kein Ohr. Nee. Deswegen müssen wir richtig Gas geben jetzt. So Leute, finito. Wir sind durch, war echt gut. Und jetzt freuen wir uns auf Post-Workout-Raclette sozusagen. Aber erstmal auch eine geile Dusche. Post-Workout-Eis. Eis, Post-Workout-Dusche und Post-Workout-Dusche. Oh ja. Wieder. Ich mach so von rechts. So Leute, jetzt sind wir im Häuschen Dürr-Schmidt sozusagen. Und hier gibt es jetzt gleich Raclette als Post-Workout sozusagen, oder Post-Workout Nummer 2 eigentlich beim Herrn Hahn zumindest. Ja. die beiden haben sich wirklich Mühe gegeben, wir haben schon alles vorbereitet, wir sind gerade noch angekommen. Ja. Ja. Also wenn das nicht mal ein Heaven ist, ein Traum von Essen. Mega geil. Ja, Traum, ja. Und ich zeige euch jetzt mal, Leute, was es da alles gibt. Logischerweise einiges an Proteinquellen. Harzer Käse, vegetarisch. Garnelen. Zucchini, also auch ein bisschen Fisch. Rind, Hähnchen, dann gibt es den Herrn Hahn. Den gibt es auch. Auch Hähnchen. Genau. Kartoffeln und ja, hier ist der Herr Lukas Schmier. Ja, ich hab Hunger. Ja. Ich glaube, wir haben alle Hunger. Ja, los geht's, Freunde. Weniger reden, mehr essen. Der Nachtisch sieht auf jeden Fall gut aus. Denn es gibt gesunden Cheesecake à la Selina. Yes. Und es gibt auch noch ein bisschen Eis für die Boys. Ich habe nämlich für uns gebacken, das ist der Cheesecake und das Cheesecake-Rezept von mir auf Instagram ist in den Reels drin. Und es ist eine High-Protein-Bombe. Also wirklich, da habt ihr eure Proteine sowas geleckt. Das klingt sehr gut. Das ist auch eine High-Protein-Bombe. Ja. Lügner. Stimmt nicht. Die Proteins und die Carbs habt ihr auch. Da ist alles drin, würde Heiko Kalb. Let's go. Okay, Leute, Selina meinte, sie schneidet ein Stück Kuchen runter. Selina? Und ihr wisst, für wen das Stück ist. Ja, genau. Danke, das wird toll. Johanni, willst du erstmal so? Ja, das reicht locker. Oh, witzig. Heute gibt es das erste Mal Ben & Jerry's. Seit vielen Wochen und Monaten. Und die Sorte heißt Cookie the Monster mit Sweet Cream Ice Cream with Chocolate Chip Cookies. Jetzt wisst ihr, was los ist. Helf in der Beschreibung. Jetzt. Also irgendwas mit Schokolade und Eis. Fünfmal kommt so Ice Cream drin vor. Martin, was gibt's bei dir für ein Eis? Dasselbe, was er hat und dann noch Schwarzwälder Kirsch. Oh. Habe ich hier, ja. Wie viel Liter Eis kannst du essen? Ganz ehrlich jetzt? Alle. Nein, ich glaube wirklich. Also jetzt, wenn wir davor jetzt nicht so gegessen hätten, nur Eis, glaube ich schon, dass ich so 5 Ben & Jerry's essen kann. Ach, ja. Können, ne? Also wenn er müsste. Ich denke, Martin, das wäre bei 2 vorbei. Ich denke, das muss demnächst mal ausprobiert werden. Und Spaß, ja, kann machen, ja. Ja. Babe. Eine Challenge. Ich weiß nicht. Wollen wir so ein Eiswettessen machen? Ich brauch's nicht unbedingt, Martin. Ich glaub, wir machen lieber ein Cheesecake-Wettessen, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, Johanni, wir machen Cheesecake. Genau. Und ich weiß gar nicht, warum ich so vorne die bin bei Essen, aber. Ja, so 5 Eis. Das schlechte Gewissen. Ich glaube, ich könnte gar nicht so viel essen jetzt. Ich glaube, die Verdauung würde sich einfach. Ja. Oh ja, Mann. Wegen der Verdauung aber oder wegen Gewissen? Wegen der Verdauung. Na, wegen Gewissen nicht, Martin. Okay. Nur wegen der Verdauung. Ihr habt kein Gewissen mehr. Aber bei Essen nicht, nee. Das ist echt so. Das war schon gestern so. Wir waren gestern Abend mit meiner Family essen. Hast du so ein Pinocchio-Eis gegessen? Ja, genau. Und so. Und eigentlich, das war gar nicht so viel. Und noch ein paar Stücke Schokolade danach. Und mein Herz war so voll. Ja, war so nicht zu viel. Lebkuchen und die ganze Packung Pralinen. War ja gar nicht so viel. Heute Mittag. Vor allem, wir liegen doch voll im Magen. Fürs Training ist es nicht optimal. Kein Problem. Hat man gemerkt. Pralinen vom Training. Es ging dann irgendwann. Ja. Noch 2 Minuten, dann ist das Jahr vorbei. Hey liebe Leute, es ist der 1. Januar und wir haben wenige Minuten nach Jahreswechsel
Und wir wünschen euch ein erfolgreiches, gesundes und einfach nur geiles 2023. Ich sage einfach auch ein besonderes neues Jahr. Auf dass ihr alle fleißig an euren Zielen arbeitet und einfach eine geile Zeit habt und das Jahr zu eurem Jahr macht. Verdammt nochmal, richtig fett werdet und Muskeln aufbaut. Martin, hab ich, Alter. Ich kann gerade noch einen Raum werfen. So, einen wunderschönen Neujahrs. Guten Morgen, People. Wir haben, ausgeschlafen, weiß nicht, ob man es so nennen kann, haben schon eine kleine Morgenrunde gedreht hier im schönen Tauertal bei uns. Und jetzt gibt es gerade Frühstück à la Pre-Workout, weil es geht dann jetzt gleich in die nächste Training-Session. Oberkörper steht an und ich glaube, bei Selina und mir ist es ja Push, also Schultern, und bei den Jungs ist es Arme. Arme holding. Arme. Alright, aber da gibt es jetzt davor einen Kaffee und ich habe gesehen, schon aufgegessen, Herr Hahn, oder? Ja, das war Reis mit Banane und hier Whey. Krass, irgendwie gibt es bei allen das gleiche. Babe, bei dir? Bei mir auch. Reismehl, Banane mit Whey und Banane. Auch Banane. Mhm. Okay. Bei Selina gibt es auch witzig, statt Reismehl Reiswaffeln, Salz, Whey. Und bei mir gibt es auch gleich Reismehl. Also im Endeffekt essen wir alle das gleiche, nur irgendwie unterschiedlich zubereitet, haben wir festgestellt. Ja. Und dann geht's los. Ja, People, und natürlich euch einen wunderschönen ersten Tag in diesem Jahr. Haltet gut rein und gebt Gas. So, Leute, und bei den Bikinis, also wie gerade schon gezeigt, bei Selina gibt es auch Reis in Form von Reiswaffeln. Ich mache mir mal eine Proteincreme mit Wasser und Whey einfach und schmiede mir dann die drauf. Also ganz einfach, schnell gemacht. Also Leute, ihr seht, man kann es unterschiedlich zubereiten. Bei mir Rice Meal mit Whey, Zimt, bisschen Erythrit oben, Kaffee. Und dann geht es nämlich ab in ein richtig geiles Push-Training mit Selina. Hello People, so, wir sind angekommen. Heute geht's in ein anderes Gym. Ihr kennt es aber auch schon, wenn ihr unseren YouTube-Kanal fleißig verfolgt. Das Fitnetics ist ein Urban Gym. Und richtig nice. Selina und ich werden jetzt hier gleich Schultern ballern. Also Push ist bei uns Schulter, Trizeps, Bauch im Endeffekt. Wir haben ein sehr ähnliches Training. Wir sind ja beide beim gleichen Coach. Und habe ich jetzt richtig Bock drauf. Auch wenn wir ein bisschen weniger geschlafen haben wie sonst, fühlen wir uns eigentlich relativ frisch. Gut verdaut jetzt das Pre-Workout. Und jetzt geht's ab in ein Schultertraining. Und wir nehmen euch natürlich mit. Und guckt mal, mein neuer Rucksack. Den feiere ich einfach enorm, Leute. Der ist fast größer wie ich, aber es passt richtig viel rein, ist gut. Und ja, jetzt geht's los. So, wir fangen an mit Seitheben. Erste Schulterübung mit Kurzhanteln. Selina und ich haben gerade darüber geredet, warum wir keinen Top- und Back-Off-Satz beim Seitheben gut finden. Weil man fälscht das so arg ab. Das eigene Ego ist einfach am Start und man trainiert an der Schulter schnell vorbei und arbeitet mit zu viel Schwung an. Deswegen drei Arbeitssätze, Hypertrophie, schön die Schulter treffen. So, schauen wir mal, ob die Jungs hier ordentlich Arme trainieren, dass aus denen ihren Pommesärmchen auch mal was wird. Und wie läuft's? Eispump. Raclette und Eispump ist am Start. Wie viele Übungen macht ihr pro Arm? Pro. Drei Übungen. Ja, genau. Drei Übungen für Trizeps. Drei für Bizeps. Und dann noch Bauch. Bauch, dann sieht man sich aus. Und dann zieht euch aus. Okay, wir wollen auf jeden Fall, dass ihr euch auszieht dann. Sehr gut. Bei uns geht's mit der zweiten Übung weiter mit Seitheben. Zweite Übung ist Frontheben, meine ich, nach dem Seitheben, und das machen wir mit der Scheibe. Selina hat sich ausgezogen, das ist auch richtig so. Man kann ja beim Schultertraining schon immer noch mal gut im Spiegel auch einfach, finde ich auch ein bisschen besser, den Zielmuskel ansteuern, wenn man auch sieht, wie der arbeitet. Das ist so eine Maschine. Wir haben gerade darüber gesprochen, Selina ist gerade 4 Kilo über ihrem Stage-Weight, also noch nicht viel. Also echt noch richtig shredded. Komm, komm, komm. Hoch, hoch, hoch. Stark. Dropsatz.
Ihr müsst euch, Leute, da auch wieder vorstellen bei der Übung, dass der Arm fest ist. Also der Ellenbogen bewegt sich nicht mit und der Arm ist wie ein Stahlrohr, einfach fest. Und ihr zieht wirklich nur aus der Schulter hoch. Immer schön in der Bewegung bleiben. Wie am Kabelzug im Endeffekt, nur dass es halt jetzt mit der Scheibe ist. Sehr geile Übung für den vorderen Kopf der Schulter. Nice! So, es geht weiter bei uns mit der dritten Übung. Schulterdrücken. Und wir nehmen hier, weil wir in dem Gym beide nicht immer trainieren, auch mal Maschinen, die wir nicht kennen, mal komplett neuer Reiz, richtig geil. Und zwar hier eine Plate Loaded von Hammer Sprint Schulterdruckmaschine im Reverse Style. Man kann auch die Stirn so ein bisschen ablegen, dann hat man quasi wirklich Stabilität. Und das ist echt eine geile Führung. Kommt man echt gut in die Schulter rein. Müsst ihr mal ausprobieren, falls ihr die Übung bei euch im Gym habt. Also quasi nicht normal draufsetzen mit Rückenlehne, sondern eher Brustwirbelsäule, Brust ran und Stirn ran und dann richtig schön nach oben rausschieben. Übung Nummer 4. Seitheben, das haben wir beide entweder am Kabelzug oder an einer guten Maschine. Und wir haben jetzt hier eine neue Maschine ausprobiert. Diese Hoist-Maschinen sind einfach so geil, die bewegen sich so mit. Und wir sind beide echt Fans davon. Also seht ihr so, der Sitz bewegt sich mit. Man kann da auch nicht mit Schwung wirklich arbeiten. Das ist echt geil. Man braucht nicht viel Gewicht, aber kommt schön in die seitliche Schulter rein. Nice. Wie ihr gesehen habt, habe ich mich auch hier nicht festgehalten, sondern ich habe mich in einem Winkel gehalten. Einfach weil ich so ein besseres Gefühl in seiner Schulter habe. Ihr habt gesehen, ganz am Ende habe ich dann nochmal festgehalten, einfach um nochmal ein bisschen mit, ja, ein bisschen abzufälschen, sag ich mal, ein paar Schwungfrequenz noch mitzunehmen. Ja, aber normalerweise kann ich es einfach festhalten, wenn man es besser spürt. Ja. Und wundert euch nicht, warum mein Hals so kaputt ist. Ich hatte Halsschmerzen vor kurzem und das ist gerade so diese Regenerationsphase und jetzt ist meine Stimme komplett, ja, in 2022 geblieben. Die holen wir uns back. Ja, holen wir. Wir holen sie später wieder. Übung Nummer 5 für die Schulter. Noch was für die hintere Schulter. Butterfly Reverse von einem Gerätehersteller, den wir beide nicht kennen, Selina und ich. Ikarian, aber ist gut. Ist die Hauptsache. Geht gut in die hintere Schulter. Danach werden wir jetzt noch eine Übung für den Trizeps machen und zwei Bauchübungen. Und Leute, hier während dem Training gibt es Wasser mit Intra-Workout-Drink. Und zwar EAAs, neuer Geschmack von ZNT, also Jennifer und Daniel Zienert. Saugeil, Birne, schmeckt richtig lecker wie eine reife Birne und auch nicht zu süß. Kann ich echt empfehlen. Gibt es bei uns im Beautiful Beast Online-Shop auch aktuell. Und dann 20 Gramm Clustered Extreme, also schnell verfügbare Kohlenhydrate und 5 Gramm Kreatin noch drin. Das ist immer so mein Intra und es gibt so nach den ersten 20 Minuten vom Training, trinke ich das bis zum Ende durch und dann geht schon noch mal ein bisschen mehr am Ende. So Leute, eine letzte Übung für die Arme und zwar Trizeps. Nochmal am Kabelzug mit dem Seil. Feiere ich schon sehr die Übung. Darauf immer achten, dass der Ellenbogen so ein richtiger Fixpunkt ist und sich nicht mitbewegt. Sonst arbeitet er nämlich irgendwann aus dem Rücken mit. Das macht keinen Sinn. Und danach kommt jetzt noch Bauch gleich. So Leute, jetzt haben wir noch zwei Bauchübungen. Wir haben gerade schon eine hinter uns. Beine heben haben wir wirklich hängend gemacht und frei. Und jetzt kommt noch eine Crunches-Maschine. Hier von Nautilus, die hat es auf jeden Fall auch in sich. Letzter Ausbrenner für die Apps. Dann sind wir durch hier. So Leute, und jetzt gucken wir mal, wo die Herren sind. Die sind nämlich schon faul, haben wir gesehen. Am Reden. Und hier der Großteil, auf jeden Fall ein Gym 26 Outfit. Hier ist nämlich noch der Nico. Hallo Nico. Hi. Du bist jetzt auch im Aufbau.
Nee, ich bin noch in der Recovery. Recovery. Ja. Schaut euch das Gesicht an. So muss es aussehen, 4 Wochen nach der Show. Genauso. Lean. Schmal und lean einfach. Perfekt. Wir haben auch gestern. Nein, gut, wir sind schon auch lieben geblieben. Ist auch okay. Aber für unsere Fans ist es immer lieben geblieben. Pfannkuchengesichter. Das ist aber 2 Tage nach dem Wettkampf. So, Leute, also da die Jungs jetzt ja schon einfach mehr labern als trainieren, müssen Selina und ich umso mehr Gas geben. Also, cool, dass ihr da seid. So, Leute, das war ein richtig geiles Training und somit auch der Abschluss von unserem Neujahrswochenende mit den 2 tollen People hier, mit Selina und Martin. Aber wir werden schon bald die beiden besuchen gehen nämlich und dann gibt es nämlich mal wieder ein Sushi-Date, ja, würde ich sagen. Sushi und dann gibt es Back-Day bei uns. Und wir machen wieder Leg-Day. Das ist einfach Bestes. Beste. Und Leute, also bleibt gesund und frisch und gebt Gas jetzt im neuen Jahr. Ciao, ciao.